When I see your face. Wir sind am Odeonsplatz, super Wetter und Tag der deutschen Verkehrssicherheit. Die DGUV, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Wir wollen alle Unfälle im Straßenverkehr, aber auch Unfälle im Arbeitsplatz vermeiden. Ablenkung, die Reaktionszeit, die Bremswege und so weiter. Das wird total unterschätzt von den Leuten. Dafür haben wir ganz viele Simulatoren hier aufgebaut und hat am Ende im Prinzip einen Erkenntnisgewinn. Und dieser Erkenntnisgewinn soll mitgenommen werden hier beim Tag der deutschen Verkehrssicherheit. Ich denke, jeder Tote und jeder Verletzte ist einer zu viel. Und deswegen können wir gar nicht genug tun für das Thema Verkehrssicherheit. Egal, ob ich einen Führerschein habe oder nicht, geht es die Menschen an, weil ich auch als Fußgänger, als Radfahrer, als Inlineskater, egal wie ich mich bewege, irgendwo bewege ich mich immer fort. Aufeinander Rücksicht nehmen, dann wird der Straßenverkehr sicher. Und ich möchte einfach auch dafür appellieren, dass man jedem Menschen einfach auch seine Chance gibt und abwartet, nicht immer nur von der Visualität ausgeht, sondern wirklich mal ihm auch seine Chance gibt. Es ist einfach das Allerwichtigste, dass man hilft, wenn jemand Hilfe braucht und nicht einfach dran vorbeigeht. War schon gut, aber man kann es immer noch etwas ausbauen. Das Aufsuchen vom Druckpunkt, das war anfangs leider Gottes der Magen. Aktuell ist es so, dass man 30 Mal drückt und 2 Mal beatmet. Man merkt halt eindeutig, dass die meisten Leute eine Auffrischung notwendig hätten. Ja, oftmals sind auch selbst 10 Kilometer zu schnell, wenn es darauf ankommt, einen Verkehrsunfall zu verhindern. Denn durch die erhöhte Geschwindigkeit steigt natürlich auch der Reaktionsweg und der Bremsweg. Wir haben hier den Warnwürfel, ein neues Produkt für die Verkehrssicherheit. Mehr als das Warndreieck bietet, nämlich dann, wenn man Hilfe braucht, bietet die Möglichkeit, einfach von Weitem schon erkannt zu werden. Arm hoch. Und dann merkt man, wie der Gurt sich löst. Sie wissen, Sie müssen die Füße auf den Armaturenträger tun, dass das Gewicht entlasten vom Gurt. Und dann lösen Sie und schützen eben die Halswirbelsäule, dass Sie den Arm über den Kopf legen. Es tut auch echt weh, der Gurt schneidet echt rein, ja? Das merkt man schon. Das haben Sie vollkommen richtig verhalten auf die Einweisung hin. Sie waren auch tapfer, weil Sie am Dach zumindest eine Minute mal ausgehalten haben. War hervorragend. Just believe it. Aus den Ergebnissen der ADAC-Unfallforschung hat sich dann die Rettungskarte entwickelt. Diese Rettungskarte soll den Einsatzkräften an der Unfallstelle helfen, zu sehen, wie ein Fahrzeug so schnell wie möglich zu öffnen ist. Wo muss ich den Spreizer, wo muss ich die Rettungsschere ansetzen, um ein Dach zu öffnen, um eine Tür aufzumachen. Charivari, Münchens Hitradio, 100% München, 100% Musik von heute.